Hallo ihr lieben Filzfussel, ich wollte euch mal meinen neuen Toilettenbutler vorstellen. Schaut mal, den habe ich aus Ingrids Kopf gebastelt oder besser gesagt genäht. Das funktioniert auch super. Ja, der ist noch nicht ganz fertig. Leider, aber das macht nichts. Ich wollte ihn euch trotzdem zeigen. Und ja, er hat halt so einen Wuschelkopf und so eine schöne Fliege. Und den werde ich auf unsere Toilette, bei unserer Toilette hinsetzen. So, ihr Lieben, dann, ups, das war mein Stativ, macht nichts. Dann habe ich unser Püppchen schon mal angefangen, weil ich habe das Video jetzt zum vierten Mal gedreht. Und bei dem Kleid, ihr seht, ich habe hier so ein kleines grünes Kleid angezogen. Das liebe Tienchen hat mich auf die Idee gebracht, grün zu nehmen. Und ich finde das ganz cool, weil ich auch ein schönes Grün habe. Und natürlich habe ich hier auch dann schon die kleinen Schuhchen gefilzt und immer hier so ein bisschen gedreht. Und dann habe ich schon mal die Hand angefangen und hier war ich gerade dabei. Und da ist das Video dann wieder abgekackt. Ja. So, jetzt machen wir hier bei den Fingerchen weiter, aber ich zeige euch natürlich, wie ich das Kleid gemacht habe. Ich habe mir also hier so einen Kammzug genommen, den teile ich hier in der Mitte ungefähr, pack den hier rüber, schiebe das schön zusammen, sodass es eben gleiche Länge und so hat, ne? Und dann kommt hier, zupfe ich mir das zurecht natürlich, und dann kommt hier ein Band rum. Und zwar unter die Brust. So, und dann fällt sich das fest. Und dann ordne ich mir das Kleidchen so ein bisschen. Und dann hat man schon mal das Grundgerüst praktisch. Und dann stopft man das schön, wie man das haben möchte. Und das können wir uns ersparen, weil die hat ja schon ein Kleidchen. So. Natürlich machen wir ihr hier noch ein Unterröckchen drunter. Ne? So. Jetzt habe ich hier eine Filznadel. Und ihr seht, da habe ich so ganz dünn aufgewickelt. Das wird mein zweites, nee, mein drittes Fingerchen. So. Dann löse ich das von der Filznadel. Und tacke mir das einfach fest. Zwischen meinen Fingern mache ich das, weil anders geht es nicht. So. Warum das nicht so genau sein muss, das zeige ich euch gleich. Erstmal so. Das sind schon mal drei. Wir brauchen noch zwei. Dann presse ich die Filznadel zwischen meine Finger und drehe. So. Ups, das ist nicht so viel. Und drehe mir das so. Das reicht schon. Ja. Hier oben, das lasse ich locker. Ich stopfe das erstmal hier so rein. Macht euch keine Sorgen machen. Das wird schon. Oh nein, es ist mir auch noch die Filznadel abgebrochen. Das fehlt mir auch noch. Moment bitte. Bin sofort wieder da, ihr Lieben.